Wichtig, ein Mensch, den du emotional magst, dir etwas Negatives sagt, dass du es eher übernimmst als von einem Feind. Sprechen deine Menschen über Probleme oder über Visionen. Veränderst du deine Schwingung, wird sich plötzlich dein Umfeld anfangen zu transformieren. Ich ziehe häufig Menschen mit Problemen an. Also pass auf, Niki. Alles in diesem Kosmos hat eine bestimmte Schwingung. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Schwingung. Ein Goldfisch hat eine andere Schwingung als ein Bild, was auf der Wand hängt. Alles ist Vibration, alles ist Energie. Wenn wir jetzt diese Hand unter dem Mikroskop legen, dann würdest du relativ zügig feststellen und ganz, ganz stark ranzoomen, dass diese Hand ausschließlich aus Protonen, Neutronen besteht, das ist der Kern, und drumherum sind Neutronen. Also das heißt, diese Hand unter dem Mikroskop, sehr stark rangezoomt, ist komplett bewegliche Energie. Und das Verrückte ist, das kannst du dir vorstellen, Kirschkern, Proton, Neutron in der Mitte, die zwei. Und drumherum ist in 99,9% nichts. Und drumherum fliegt ein Elektron. Das kannst du dir vorstellen wie ein Papa, der seine kleine Tochter in die Hände nimmt und anfängt mit ihr ganz, ganz schnell zu kreisen, dreht sich. Und das heißt, nur aufgrund dessen, weil dieses Elektron so schnell um die Materie, um die beiden Kerne kreist, um Proton und Neutron, entsteht das Gefühl von fester Materie. Deswegen ist auch die Atombombe so gefährlich, weil sie schafft es, zwischen die Elektronen ranzugehen, und deswegen gibt es diese unfassbare Vernichtung. Deswegen auch Atomwaffe. Und die Materie, um dir ein Bild zu geben, zwischen dem Proton und Neutron, also dem Kirschkern, und dem Elektron, der drumherum ganz, ganz schnell kreist, da ist nichts, 99,9% dazwischen. Um ein Verhältnis zu geben, der Kölner Dom würde von der Größe reinpassen, zwischen dem Elektron, der sich drumherum dreht, ganz, ganz schnell, und dem Kirschkern. So viel Platz ist in diesem Atom drin. Und das wiederum bedeutet, alles ist Schwingung. Alles ist Materie, die sich auf Energie aufbaut. Das heißt, wenn ich jetzt ein Streichholz anzünde und für einen kurzen Moment ausbrennen lasse, dann hat sich die Energie verändert. Ja, ich habe nicht mehr festes Holz, sondern ich habe Asche, und Kohlenstoffdioxid ist entweicht. Allerdings die Energie, die ist ja nicht weg, sondern die hat sich verändert. Und das Gleiche gilt für uns Menschen. Du möchtest besseres Umfeld haben, dann Punkt Nummer 1, werde selbst ein besserer Gesprächspartner, werde selbst ein besserer Mensch. Was kannst du also aktiv beeinflussen? Du kannst A, an deiner Ernährung arbeiten. Wenn ich jeden Tag totes Gewebe namens Fleisch konsumiere, wie Da Vinci sagte, wir leben vom Tode anderer, wir sind wandelnde Grabstätten, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Schwingung hoch ist und dass da ich irgendwie kreativen, coolen Menschen begegne. Selbst Hitler, das perverse Gehirn, war Vegetarier, weil der hat sich die besten Berater, der hat sich Hellseher geholt, Hanussen hieß der eine, also der hat nichts dem Zufall überlassen. Da Vinci Vegetarier, Tesla Vegetarier, Thomas Edison Vegetarier, Einstein Vegetarier. Einstein sagte sogar, nichts würde dem Weltfrieden näher kommen als der Umstieg auf vegetarische Ernährung. So, und das wiederum bedeutet, was du aktiv beeinflussen kannst, ist A, was konsumierst du tagtäglich? Lebensmittel oder Todesmittel? Nummer 1. Nummer 2, welche Menschen umgeben dich tagtäglich? Dein Umfeld sind deine größten beeinflussenden Faktoren. Die großen Genies, die großen Meister, ein Tesla hat immer gesagt, sei allein, das ist der Ort, wo kreative Ideen herkommen. Das heißt, große Genies waren bewusst allein, weil die sich gesagt haben, bevor ich mich anpasse dem Durchschnitt, bleibe ich lieber allein, bevor ich mit der Masse irgendwie mitgehe. Und Einstein sagte, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt mit der Masse zu marschieren, der hat sein Gehirn aus Versehen bekommen. Das heißt, was du tun kannst, ist dein Umfeld bewusst verändern. Sprechen deine Menschen über Probleme oder über Visionen. Wird sich backlagt, abgelästert oder gegenseitig supported und zu Zielen committed, verpflichtet. Dass ihr euch gegenseitig überwacht und stutzt und gemeinsam Sport macht, gemeinsame Ziele definiert, gemeinsam in die Bibliothek geht oder euch Bücher gegenseitig ausleiht oder Videokurse beispielsweise. Okay. Und das Allerwichtigste ist allerdings, das ist dein spirituelles Bewusstsein. Also solange du im Mangel bist, solange du das Gefühl hast, hey, das Leben ist hart, es ist gegen mich, solange du dich beklagst, ziehst du dich jedes Mal energetisch runter. Und in einer niedrig schwingenden Energie ist es wie ein Radiosender, der entsprechend nur eine Frequenz ausstrahlt, wirst du auch die gleichen Zuhörer anziehen, die sich das im Auto so entsprechend eingestellt haben. Veränderst du deine Schwingung, wird sich plötzlich dein Umfeld anfangen zu transformieren, zu verändern, ob du es möchtest oder nicht. Das ist also fast magisch. Und das Verrückte ist allerdings, am Umfeld ist es leichter, dein Umfeld
zu wechseln, als es zu ändern. Die meisten Menschen wollen sich tatsächlich nicht verändern. Es klingt echt hart, aber die meisten Menschen verändern sich nicht oder sind nicht bereit, sich zu verändern. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben gesehen, wo ich denke mir, eigentlich pfiffige Frau, smarter Typ, und dann sind die in den letzten 10, 20 Jahren deutlich älter geworden und dann siehst du einfach, nur weil sie an ihrer Persönlichkeit nie gearbeitet haben, weil sie nicht eingesehen haben, dass es wichtig ist, bewusst an den eigenen Themen zu arbeiten. Wie würdest du sagen, kann man negative Glaubenssätze auflösen? Die erste Frage, die ich mir stelle als erstes hier ist, was bedeutet denn ein Glaubenssatz? Und die Antwort lautet, ein Satz, den du glaubst. Und das wiederum bedeutet, wie ist diese zustande gekommen? Bis ungefähr unseren 7. Lebensjahr, würde ich sagen, ist die Persönlichkeit zu 90% geformt. Also das heißt, liebe Männer, passt auf eure Frauen auf, weil sie sind hochemotionale Wesen. Und wenn du auf deine Frau aufpasst, dass sie zufrieden und glücklich ist, liebe Frauen, passt auf eure Babys auf. Das heißt, die Grundpersönlichkeit ist sowas von durch. Das heißt, streiten Menschen voreinander, dann ist Problem. Ja, weil die Menschen permanent im Konflikt, im Drama sind und ein Kind lernt es, Mama, Papa streiten sich gleich. Das Thema vom Kind ist auf unbewusster Ebene. Also das Kind wird sich später dann eine ähnliche Partnerin suchen, nur weil es bei Mama, Papa beobachtet hat, wie sie sich gegenseitig anschreien, fertig machen, weil das Kind dann übernimmt. Das bedeutet Liebe. Ja, das ist das Muster von Kind zum Thema Liebe. Und die erste Frage ist, Khaled, wie sind denn diese Glaubenssätze entstanden? Und das heißt, der erste Schritt ist die Reflexion in die Vergangenheit, indem du dir genau anschaust, von wem könntest du denn diesen Glaubenssatz übernommen haben und wie könnte dieser Glaubenssatz bei dir in deinem System entstanden sein? Und Punkt Nummer zwei ist, du brauchst eine praktische Erfahrung und am besten nicht eine, sondern 4 praktische Erfahrungen, die diese eine negative diesen negativen Gedanken, der sich ja in Form von Energie in deinem Körper abgesetzt hat, umwandeln. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie viele von euch kennen hier Tony Robbins? Anthony Robbins, einige sagen der erfolgreichste, zumindest internationale Trainer, Coach der Welt. Ich habe Tony auch live getroffen, habe ihm auch die Hand geschüttet und ich weiß, in seinem Event hat Tony Robbins davon erzählt, dass er ist jetzt mittlerweile über 60 geworden und dass er im Anfang seines Lebens, Karriere immer Gas gegeben hat, Events, cool, alles Seminare. Und dann meinte er, irgendwann hat er von einem Freund gehört, der gesagt hat, hey Tony, also Tony hat irgendwann beklagt, der sagte, okay, ich bin jetzt 40, glaube ich, geworden. Und dann meinte er, ich merke irgendwie, ich glaube nicht mehr ganz so viel Energie. Und dann hat ein Freund zu ihm auf einer Party gesagt, ja Tony, ganz ehrlich, was erwartest du? Du bist jetzt 40, du hast nicht mehr den gleichen Kreislauf und so weiter, du hast nicht mehr die gleiche Energie wie früher. Und Tony Robbins sagte in dem Moment zu ihm, Bullshit, Quatsch, ich bin hier Alpha-Tier, ich bin der König des Dschungels. Aber gleichzeitig sagte er dann später, in den nächsten Wochen, wo er die nächsten Events hatte, hat er gemerkt, dass die Lebensenergie irgendwie nicht mehr da war und dass er immer weniger performt hat. Und dann hat er gemerkt, dass dieser Glaubenssatz von einem Freund von ihm, wichtig, ein Mensch, den du emotional magst, die etwas Negatives sagt, dass du es eher übernimmst als von einem Feind. Weil, ne, deswegen auch ganz wichtig, welches Umfeld wählst du ganz bewusst. Weil Menschen, die du magst, den vertraust du emotional und wenn sie zu dir etwas Negatives sagen, übernimmst du es unbewusst viel, viel eher. Deswegen aufpassen, unsere Eltern sind oft nicht die Bewusstesten, aber die gießen dann alles in unser Bewusstsein rein mit ihrem Thermoskanne in unseren Becher und dann glauben wir das, was die Eltern aufgeglaubt haben. Es sei denn, wir holen uns dann einen Coach oder jemand, der uns bearbeitet und uns hilft, auf den Weg zu kommen. Also Tony Robbins merkt, dass er tatsächlich immer weniger Energie hat und anfängt zu zweifeln, ob er jemals wieder die alte Energie wieder hinkriegt. Und jetzt denkt er sich, shit, ich muss irgendwie was daran verändern. Was tun also? Er entscheidet sich in dem Augenblick dafür, Menschen zu suchen, die deutlich älter sind als er und Dinge tun sportlich, die fast nicht möglich sind. Und dann hat er weltweit 2, 3 Menschen gefunden, die um die 85, 90 sind, die unglaubliche Dinge tun. Eine davon war eine Frau, eine Nonne, die Triathlon macht. Also Rennen, Schwimmen und Fahrradfahren. Und irgendwann gab es in Texas einen Orkan, da wurde diese Nonne sogar vom Windsturm beim Laufen hochgehoben, einmal durchgestrudelt und dann wieder abgeworfen auf die Erde. Deswegen seitdem ist sie die Flying Nun benannt. Und diese Frau machte, ich glaube, mit 86, 87 den Marathon. Dann hat er einen Mann gesucht, der 94 war, der in New York jedes Jahr den Rekord hält weltweit beim
Empire State Building als schnellste Zeit über 90 Jahren draufzukommen. Diese Menschen hat er gesucht, diese Menschen hat er interviewt, hat gefragt, wie machst du das, was tust du? Und plötzlich ist ihm bewusst geworden, hey, ich bin gerade 41 Jahre alt, wovon rede ich hier bitte? Und der Glaubenssatz war gesprengt. Das heißt, liebes Khaled, die beste Antwort darauf, such dir praktische Erfahrungen oder such dir Menschen, die praktische Erfahrungen von etwas getan haben oder gesammelt haben, wovon du nicht die Erfahrung gesammelt hast. Lern diese Menschen kennen, löcher sie mit Fragen, frag nach konkreten Tipps oder noch schneller, du selbst machst eine praktische Erfahrung mit deinem Unterbewusstsein, das ist dein Körper. Statt irgendwas zu glauben, Glaubenssatz, mach lieber einen handelnden Körper daraus und zwar für die positive Richtung und dann transformierst und veränderst du das relativ zügig. Ich freue mich, dass du bis zum Ende geschaut hast. Kennst du schon unseren Genie-Podcast? Darin beleuchten wir die Biografien von Michael Jackson, Albert Einstein oder Leonardo da Vinci und du erfährst, wie dir die praktische Umsetzung in unterschiedlichen Lebensbereichen gelingt. Entweder hier klicken oder hier den Kanal dauerhaft abonnieren.